der Julius, ich bin 11 Jahre alt und seit 4 Jahren bei den Sternsingern. Ich bin der Marco, ich bin 12 Jahre alt und ich bin seit 3 Jahren bei den Sternsingern. Ich bin die Eva, ich bin 9 Jahre alt und bin seit 2 Jahren bei den Sternsingern. Ich bin die Pauline, ich bin 11 Jahre alt und bin seit 3 Jahren bei den Sternsingern. Und wir sind die Sternsinger aus Waldhürn. Wie ist das denn so, als Sternsinger über den roten Teppich zu laufen? Es ist sehr cool, weil man macht halt auch für andere Kinder was und da wird man auch belohnt. Sehr gut. Und Pauline, was sagst du denn dazu? Also ich finde es auch schön, weil wir ja immer Geld sammeln, auch bei der kalten Jahreszeit, dass wir halt auch mal über den roten Teppich laufen dürfen. Sehr gut. Und die beiden Jungs, was meint ihr dazu? Einmal über den roten Teppich als Sternsinger. Ja, also ist gut, weil es ja wie die Stars in Hollywood und ja, als Sternsinger kann man sammeln machen. Und du? Ja, mir macht es auch sehr viel Spaß, über den roten Teppich zu laufen und sich auch Sternsinger macht mir Spaß, weil ich weiß, dass ich für arme Kinder sammle. Und das macht mir einfach Spaß, weil nicht alle Kinder leben so wie mir. Da hast du vollkommen recht. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke. Danke. Es ist so schön, also es ist so strahlend, es ist wunderbar, euch zu sehen, endlich mal. Sonst könnt ihr mich ja nur sehen, wenn ihr einen Film anschaut. Habt ihr Sternsinger eigentlich den letzten Sternsinger-Film auch gesehen? Ja! Also bitte mal melden, wer ja, wer da jetzt ja gesagt hat. Wow! Hinter mir liegt ein langer Flug, über 10 Stunden in der Luft und über 10.000 Kilometer. Für euch bin ich auf den Philippinen unterwegs, ein Land mitten im Pazifik, das aus 7.107 Inseln besteht. So, jetzt habt ihr ja den Film gesehen. Marco, wie hat er dir denn gefallen? Also es war sehr gut, weil man hat auch mal eine andere Seite gesehen von der Welt. Und wir haben auch mal gesehen, für wen wir das Geld sammeln. Und ja, war sehr schön. Dankeschön. Und bei dir, Julius, was war für dich das Besondere an dem Film? Ja, ich wollte eigentlich das Gleiche wie der Marco sagen. Das sieht man mal, für was man das eigentlich macht. Und uns macht es ja Spaß. Und also ich finde es extrem schlimm für die Kinder dort, dass sie, wenn wir eine Krankheit haben, kann man die ja sofort behandeln. Aber wenn sie eine Krankheit haben, kann es sein, dass die sterben. Eine einfache Krankheit zum Beispiel. Und das fand ich halt extrem schlimm. Da hast du völlig recht. Und Eva, bei dir, gibt es da einen Moment, wo du gesagt hast, Ich fand sehr traurig das mit diesem Kind, wo die Würmer im Magen hat, weil bei uns kann es ja jetzt nicht passieren. Ja, und ich finde es auch ein bisschen traurig, wie die halt leben. Ja, da hast du recht. Und Pauline, was meinst du bei dem Sternsinger-Film? Hat er dir gefallen? Ja, also ich fand ihn schön, aber auch traurig, weil auch mit dieser Mutter, wo das Haus zerstört wurde und sie hat ja auch ihre Kinder fast alle verloren und ich fand den Film traurig. Schauen und lächeln. Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt kommen Fragen, oder? Ach du, wieder, nein. Anne, was willst du wissen? Lieber Willi, ich wollte dich fragen, wie hat dir die Filmpremiere gefallen? Also,
ich musste jetzt aufpassen, wie ich antworte, weil ich auch den Film gemacht habe. Der Film, das sollen die Zuschauer entscheiden. Aber die Stimmung im Saal, die war echt toll. Mir hat das richtig gut gefallen. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, 350 Sternsinger im Saal. Und bei den Fragen nach dem Film, da merkt man dann, was hängen bleibt, was die Kinder bewegt. Und das hat mir sehr gefallen, vor allem, weil ich auch merke, dass die Sternsinger nicht nur irgendwie, ja, Kinder sind, die sich gern verkleiden und dann lustig durch die Straßen ziehen, sondern dass die ein Anliegen haben, dass sie anderen Kindern, denen es nicht so gut geht, helfen wollen. Warum setzt du dich mit den Sternsingern ein für die Kinder in Not? Also ich war ja selbst Sternsinger früher und irgendwann habt ihr angerufen, die Sternsinger haben gesagt, Willi, hast du nicht Lust, Filme zu machen? Da habe ich gesagt, naja, ich kann euch nicht widerstehen, das mache ich gerne. Super, dann vielen lieben Dank und viel Spaß. Danke, ciao.